Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Resident Evil Code Veronica X. Ich bin jetzt an der Stelle, wo wir uns die Batterie gleich schnappen werden und wo uns die Spinne ja aufgefressen hat, getötet hat, wie auch immer. Ich habe das Ganze jetzt nochmal hier gespielt und ich hoffe mal, wir kommen jetzt weiter. Ich guck mal, ob ich direkt schon hier rein kann. Jawohl. Ja, gut. Hätte ich ja vorher gemacht, dann wäre das nicht passiert. Denn hier ist nochmal ein Speicherraum. Der Granatwerfer hat nur... hat jemand anders. Das bringt mir nichts, also... hoffe ich mal, dass ich jetzt gleich nicht sterben werde. Ach, hier, die Kommode, das stimmt. Da gibt es ja auch wieder so ein Rätsel. So. Dann werden wir mal die Sachen wegpacken, die wir jetzt nicht brauchen. Zum Beispiel wie die Pfeile, die Kräuter, die Schrotpatronen, das Erste-Hilfe-Spray. Ich nehme erstmal normales Kraut mit. Und heb mal die anderen Sachen jetzt hier auf. Zum Beispiel dieses grüne Kraut und die Säuregranaten, die im Schrank sind. So, dann werden wir uns gleich mal die Batterie holen und versuchen, die Spinne auszutricksen. Ich hoffe, das klappt. So, dann nehmen wir kurz den Verbinder noch mit. Schmeißen das Ganze hier rein. Ich denke mal, ich werde jetzt auch nochmal speichern, vorsichtshalber. Bevor ich doch gleich wieder hops gehe. Darauf habe ich jetzt nicht wirklich Lust. So. Ja, ich weiß, dass ich hier speichern kann. Ich weiß, ein bisschen früh in der Aufnahme, aber ist jetzt einfach nur zur Sicherheit. Vorhin habe ich auch nochmal gespeichert. Deswegen haben wir jetzt 13, aber das ist eigentlich uninteressant. Wo waren da sind die Verbände? 18 Stück, Alter. Wir können so oft speichern, ey. Das ist unglaublich. Ich meine, hier an diesen Teilen ist noch was zu beachten. Schublade öffnen. Da gibt es ein Rätsel. So. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Man muss ab... jetzt grün. Rot. Blau. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch die Kombination nicht im Kopf. Weil braun ist die, die sich nicht öffnen lässt. Das heißt, wir müssen hier eine richtige Kombination eingeben. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja irgendwo einen Brief. In der braunen Schublade ist nämlich was drin. Na gut, lassen wir das erstmal. Und schauen mal, ob wir irgendwas finden werden. Ich weiß auch gar nicht mehr, was da drin war. Irgendwas Nützliches? Da bin ich jetzt mal gespannt. So, wir heben die Batterie auf und ihr wisst, was jetzt gleich kommt. Die Batterie brauchen wir jetzt. Eine ekelhafte Giftspinne. Ignorieren Sie und verschwinden dann noch eine andere. Und verpieseln uns. Ja, gut, das ist schon mal gut gegangen. Ach, jetzt weiß ich genau. Chemikalie und alles. Ah. Ich erinnere mich jetzt an einige Stellen, die ich natürlich nicht mag, während wir mit Chris laufen. So. Ich werde jetzt einfach mal ganz gemütlich hier langlaufen, aber ich bin total falsch. Natürlich knabbert der an mir. So, wir haben hier alles eigentlich geplündert. Nein. Ah, genau. Ich laufe die in den Arm. Ist das schön.
So, die Batterie benutzen wir erstmal gerne, damit wir die Hebebühne bedienen können, die auf einmal jetzt funktioniert. Ist schon komisch. Die fahren nach oben. So. Da. Ich glaube, wir sind jetzt in 1F Chemielagerraum. Ach, okay, ja. Und hier ist noch ein Dokument. Und das Dokument ist Korrosions. Was? Residente Legierung. Achso, okay, die Legierung. Ja, ja, gut, das weiß ich ja. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Ja, genau, dieses Clement E, Clement A, Alpha und. Ich weiß nicht, was das für ein Zeichen sein soll. Gamma, glaube ich nicht. Ja, ein alter Wappen. Ich weiß. Beta ganz auch nicht. Eine bestimmte Temperatur. Mhm. Ich erinnere mich. Ich meine, ich habe auch die Temperatur noch im Kopf. Aber bis es soweit ist, brauchen wir erstmal die Chemikalie. Und ich weiß auch, wo man die findet. Die haben wir ja mit Claire schon gesehen, aber konnten wir nicht aufnehmen. Who is that? But the queen was feared. Alexia? No! She's already fully awake. Chris, oh little fishy, come see my hook. Chris. I'm sending some company to keep you entertained. Consider this a small welcoming gift from me. Enjoy! Ach, jetzt kommen wieder die Hunters. Na, da muss ich aufpassen. Ist hier oben noch was? Diese Lichtschranken, wenn wir die betreten, kommt ein Hunter direkt auf uns zu. Und draußen, weiß ich, gibt es zwei Hunters. Ja, da hinten liegt doch was. Das sehe ich zwar jetzt nur durch den Topf. Ah, ich weiß es. Ein grünes Kraut, ja, und tatsächlich, wir brauchen eine andere Waffe, weil wir kommen gegen die Viecher nicht an. Jetzt bin ich auch am Überlegen, wo wir als nächstes hin müssen. Ich werde jetzt zum Chemieteil gehen. Das heißt, also wo man die Chemie findet. Ach genau, das ist ja auch kaputt. So. Kann man hier eigentlich durch? Okay. Genau, da ist der dritte Wappen. Ich habe keine Ahnung, wer das da hingelegt hat. Oh. Ach, wir sind der Trainingsanlage. Okay. Gibt's hier irgendwas Brauchbares? Ui, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe mich jetzt voll erschrocken. Ach, hier sind wir doch in dem Bio-Experimentenraum. Wo schießt du denn hin? Hier könnten wir rein theoretisch auch mit Chris. Ja. Töte ihn. Danke. Meine, hier ist nichts mehr. Okay. Also hier müssen wir später noch hin. Ja, genau.
Genau, das wollte ich eigentlich. Ich heile mich jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt erstmal runter. Und ich meine, jetzt können wir auch mit Chris diesen Wirbelsturm aufhalten. Hunde gibt es hier auch nicht mehr, die sind aufgesprungen. Hoffe ich mal. Ach, sag mir jetzt nicht, ich komme da nicht hin. Das Altverschleck wurde in die Kanalisation gespült. Unten scheint es einen Gang zu geben. Ah, ich muss den Außenweg gehen. Alles klar, ich verstehe. Ich weiß, es gibt sogar einen speziellen Hunter, der uns ziemlich genervt hat. Aber ohne die Waffe kommen wir hier nicht weiter. Hier gibt es jetzt auch nochmal eine Tür. Keine Ahnung, wer die da hingebohrt hat. So schnell. Da können wir nicht weiter. Ja. Ja, Chris, genau. Leg dich einfach mal ins Feuer. Okay, das heißt, hier kommen wir nicht weiter, die Türklinke fehlt. Wir müssen mit dem Fahrstuhl fahren. Das heißt, wir sind in 1F. B1F, glaube ich, müssen wir runter. Oder in 2F. Liegt da irgendwas? Das irritiert mich hier. Ah! Seitentaschen! Die können wir mit mir tragen. Natürlich will ich mich damit ausrüsten. Cool. Das heißt, wir haben jetzt auch 8 Plätze. Doch, nee. 2, 4, 6, 8, 10 Plätze. 5 natürlich. Oh. Wie schön. Ich wusste doch, irgendwas blinkt doch da, aber irgendwie kann ich das nicht richtig erkennen. Alles klar. Stimmt, 1F, da kommen wir zum Bilderraum. Da brauchen wir noch was anderes, um weiterzukommen. Und da wird uns der erste Hunter wohl treffen, wenn wir nicht aufpassen. Sind wir jetzt in 2F? Genau, wir sind in 2F und wir müssen jetzt ins 1F. Genau, wir sind in 2F, im ersten Stock sozusagen. Das ist der Keller und das ist, ja, EG, kann man sagen, und wir sind im ersten Stock. Ich werde jetzt noch nicht in den ersten Stock gehen. Wir gehen in den Keller. Weil wir dort eigentlich jetzt hin müssen. Da war eine Kakerlake. Oder was auch immer da lief. Hier wurde wohl nicht gereinigt. Ja, ja. Wurde eigentlich ja zerstört, aber schon wohl, dass wir nicht mehr hier rumtreiben dürfen. So, und wie man sieht, ist dort die Leiter. Okay. Runtergepuckt. Und wenn wir die jetzt nie, wenn wir jetzt runtergehen, kriegen wir eine Waffe. Und zwar die Schrottflinte. Die Schrottflinte kriegen wir. Und die brauchen wir dringend. Und ich habe meine Munitionspakete nicht dabei. Aber der Nachteil ist, wenn wir die Schrottflinte jetzt mitnehmen, das wird er jetzt sehen. Die Treppe wieder hoch. Kommt jetzt gleich nicht noch was? Ja, ein Granatwerfer hat ja mit Claire noch im Schlepptau. Da werden wir in Wertung die gleich mal gehen. Farbbänder! Ugh, wir haben genug. Wir haben genug. Wir brauchen keinen. Aber was wir nicht genug haben, ist Patronen! Davon können wir jede Menge. Ich meine, jetzt kommt sogar ein Kampf, oder? Oder erst später. Ich hätte doch lieber die Pakete mitgenommen. Rein theoretisch könnte ich das noch tun. Ja, einer der Container wird mich begrüßen. Kann man so sagen. Kommt das jetzt oder kommt das erst später? Bitte lass es erst später kommen. Damit ich mich dafür
dafür vorbereiten kann. Okay, es sieht schon mal gut aus. Ein Bedingungswert für die Kapsel. Nein, ich betätige jetzt nicht den Schalter. Nee, nee. Dafür muss ich mich erstmal vorbereiten, bevor ich irgendeinen anderen Schalter betätige. Okay. Sind wir da, wo ich hin wollte? Nein, das werde ich auch nicht aufheben. Es gibt nämlich einen Grund, warum ich das nicht tue. Weil wir jetzt erstmal hier hingehen. So. Genau. Wir werden jetzt uns schon mal die Schraubflinte ausrüsten, denn ich weiß nämlich, was hier passieren wird. Und da haben wir zumindest Munition. Oder passiert das erst dann, wenn ich die Chemie hier umpacke? Ja, können wir das schon mal machen? Chemikalienlager ist abgeschlossen. Chemielagerschlüssel nehmen. Ja, der Schlüssel wird nicht mehr benötigt. Legen wir natürlich ab. Ich weiß nicht, was hier nützlich ist. Temperatur einstellen? Ja. Und zwar brauchen wir 128, und zwar brauchen wir 12,8 Grad. Wenn ich mich noch richtig erinnere. Und das war's nämlich. Damit kriegen wir nämlich jetzt Clement. Keine Ahnung, was das für ein Zeichen sein soll. Und ich habe mich ja schon mal ausgerüstet. Denn gleich kommt jemand uns besuchen. Wir werden uns jetzt noch das hier noch schnappen. Blaues Kraut können wir gut gebrauchen. Und das Grüne da hinten auch. Das sieht man nur so nee, das ist sogar rot. Oh, da mache ich sogar mir ein ultimatives Kraut. Wenn das irgendwie möglich ist. Kombination. Rot mit Grün. Und Rot mit Grün mit Blau. Jawohl. Perfekt. So, und dann... Nicht erschrecken, bitte. Okay, passiert nichts. Oder gut, dann habe ich ja Glück. Dann habe ich Glück. Alles klar, wir haben jetzt schon mal die Chemie. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Haben wir noch einen Platz frei? Wir haben noch zwei Plätze frei. Okay. Wir werden jetzt das hier aufheben. Denn es ist nämlich eine Türklinke. Und wir wissen ja, wo wir die einsetzen können. So, da haben wir schon mal die Demonstration. Kleinen miesen Ratte. Hier. So, Hunter. Komm. Boah. Ja, da kommt nicht nur einer, sondern direkt zwei. Puh. Mein Gott, wir haben für jeden drei Schüsse gebraucht. Gut. Deswegen wollte ich nicht unbedingt die Türklinke aufnehmen. Aber die Chemie haben wir schon mal. Ich wusste noch zum Glück. 128 konnte ich mir noch merken, also 12,8 Grad. Keine Ahnung, warum das sich ändert. Da werde ich noch nicht auf den Knopf drücken. Denn. Warte mal. Komme ich da nicht irgendwie außenrum? Ich habe sogar noch einen Trick gefunden, dass wir die Schrotflinte behalten können. Ab einer gewissen Stelle kam ja uns ja auch noch jemand in die Quere. Da war das schon. Können wir das hier nicht wegschieben?
Da ist eine Tür. Aber da kommen wir nicht durch. Doch, kommen wir doch.